Ein wunderschönes Hallöchen. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir machen weiter nach unserer kleinen Katastrophe, die wir in der letzten Folge hatten. Hat sich aber auch größtenteils schon wieder alles erholt. Guckt, zu viel ist ja nicht kaputt gegangen. Ich sehe nur gerade, warum staut sich das eigentlich hier so extrem? Das ist doch die normale Autobahn, die hier zwischen den Städten durchgeht, oder? Die geht hier ja rüber. Muss ich kurz was gucken. Ach, das ist die, die wir hier beim Touristengebiet mal angebaut haben. Alles klar. Da muss ich jetzt mal kurz gucken, was es auf einer Autobahn war. Jetzt will ich mal kurz wissen, warum die sich hier so staut. Mann, es rollt ja, wie es aussieht. Hier vorne unter der Brücke ist das so ein bisschen... Ah, ich komme aber auch nicht unter, ne? Oder? Warte mal. Muss ja irgendwie gehen. Ich will nur wissen, warum sich das hier so staut. Ich gehe ja nicht mehr Stau. Das fällt hier durchgehend durch. Also warum staut sich das? Hä? Ich meine, die fahren alle auf ihre Spur, auf die sie sollen. Der Verkehr fährt ja auch. Da frage ich mich... Es ist zwar extrem voll hier, aber der Verkehr rollt. Auch wenn er sehr langsam rollt, er rollt. Kann das sein, dass sie sich hier irgendwo reinquetschen? Wo sie sich nicht reinquetschen sollen? Na gut, der Kreisel, das weiß ich. Da wollte ich jetzt aber auch nicht bei. Ah, hier. Deswegen, unter der Brücke machen sie manchmal einen Spurenwechsel. Ah, wahrscheinlich hier wegen der Ausfahrt. Das tut doch gar nicht nötig, Leute. Das kann ich dir noch verbieten. Moment, dann machen wir den schnell und dann machen wir aber weiter mit Bauen. Ich habe eure Kommentare gelesen. Ja, erstens erstmal ein Gebiet da. Also ein Weg zwischen den zwei Gebieten, dass sie verbunden sind. So... So, und hier nochmal. Haben sie es hoffentlich kapischt. Ah, das liegt halt daran, die kommen hier runter. Normalerweise müsste das Stück hier vierspurig, aber geht ja leider nicht. Das ist halt das Problem. Die kommen hier runter, aber können ja trotzdem geradeaus weiterfahren, weil hier können sie ja rechts abbiegen und geradeaus weiter. Die müssen ja nicht unbedingt auf die mittlere Spur ziehen hier. Ah, hier scheint sich das zu klären. Ich meine, ab und zu wechseln sie hier immer noch durch, aber scheint jetzt nicht mehr ganz so extrem zu sein. Abwarten, ob sich das Ganze hier wieder aufklärt. So, und zwar... Ja. Hier ist leicht voll. Liegt unter anderem mit am Kreisel, aber der Kreisel selber ist relativ frei. Hauptsächlich liegt das hier dran, dass die, die hier runterkommen, gleich direkt auf die linke Spur ziehen, um hier gleich wieder direkt auf die äußere Spur zu ziehen, um da drin wieder auf die rechte Spur zu ziehen, um hier abfahren zu können. Das ist wieder totaler Bullshit, was die hier machen. Ah... Muss ich mal kurz gucken, wie ich das hier eingestellt habe. Rechts, rechts. Ah gut, die können, die müssen hier auf die äußeren. Ja. Kurz gesagt, das führt eigentlich nur die vorletzten beiden dahin. Das heißt, die müssen hier sogar rüberziehen, weil sie hier im Kreisel nicht wechseln können. Das ist vielleicht eine ganz bescheuerte Idee, die ich hier gemacht habe. Das führt hier halt letztendlich zu Stau. Aber ehrlich gesagt, noch geht es, ne? Viele wollen auch halt ab. Das sind diese, wie habt ihr ja geschrieben, diese blöden Kleberkreuzungen, weil die halt sehr dicht zusammenliegen, wird das zu Problemen. Die werde ich in Zukunft nicht wieder bauen. Das wird sich hier hoffentlich alles wieder geben. Das liegt ein bisschen an dem Erdbeben, was wir hatten, dass hier so ein bisschen was kaputt gegangen ist. Und teilweise auch an dem Kreisel hier. Und viele, die von da kommen, wollen hier wieder rein. Was aber die da blockiert, weil viele von denen wollen hier auch rein, ne? Ja. Vielleicht sollte ich denen erlauben. Müsste doch funktionieren, oder? Warte mal. Und zwar... Die kommt von der Spur ab. Vielleicht sollte ich denen erlauben, auch von der zweiten Spur hier rein zu dürfen. Nach da. Ja, Uni, ist ja gut. Ist ja gut. Dann kann man hier nämlich einstellen. Diese Spur dahin. Die kommt von der auch geradeaus weiter, oder? Ja, kommen Sie. Gut. Und dann kann ich mich einstellen, dass diese hier auf die zweite Spur fahren. Weil die kommen ja auch von da rein, wenn sie da rein wollen. Dann haben wir hier zumindest nicht mehr so den extremen Verkehr. Ja, läuft doch schon viel, viel besser. Die teilen sich da so ein bisschen auf. Gut. Dann müsste sich das hier nach einer Zeit aufklären. Wird wahrscheinlich ein Weilchen dauern, aber es müsste sich aufklären. Ich mache das Ganze mal wieder schneller.
Ja, wunderbar. Gut, aber was ich jetzt meinte, wo haben wir das letzte Mal gebaut? Ich suche nur kurz das Gebiet. War das hier? Wo wir diesen Space Shuttle hingebaut haben? Wo waren das jetzt? Da hatten wir doch extra ein neues Gebiet angefangen. Ich meine, das war... War das denn jetzt? Das muss doch hier unten gewesen sein. Ja, hier ist es auch. Genau, hier steht es ja auch. Ja, das weiß ich, dass der noch keinen Strom hat. Und zwar, ich wollte hier einen Leuchtturm drauf haben. Ich habe im Workshop nach Leuchttürmchen geguckt. Habe sogar einen gefunden, der aber anscheinend nicht funktioniert, weil ich habe schon geguckt, der ist hier nirgendwo mitzwischen. Warum auch immer. Nirgendwo. Anscheinend geht wirklich nicht mehr alles aus dem Workshop. Nur diese komischen Bäumchen hier, die ehrlich gesagt nicht mehr wirklich hübsch sind, aber... Was ich gesehen habe, das wusste ich gar nicht. Es gibt hier ja so andere Deko-Sachen, wie zum Beispiel Felsen. Das wusste ich echt nicht. Was haben wir hier noch? Felsformation. Wenn man sowas da so rausstellt, oder vielleicht eher sowas hier. Man könnte man ja auch so als Deko oder so rausstellen. Vielleicht so ein bisschen an die Küste, so. Ah. Vielleicht nicht so wunderhübsch, aber... er ist ein bisschen groß. Er ist ein bisschen sehr groß. Und die werden ja immer größer. Ja, gibt es da nichts Kleineres? So was in der Art? Keine Ahnung, Leuchtturm wäre mir zwar lieber gewesen, aber so sieht das da zumindest nicht so leer aus. Zumindest ein bisschen was. Bis ich mal einen Leuchtturm finde, der funktioniert. So, was ihr noch geschrieben habt, ist vielleicht das Ganze hier mal zu verbinden. Und zwar den Stadtteil hier mit dem Stadtteil, genauso wie mit dem. Leute quasi hin und her kommen. Unter der Autobahn ein Weg durch. Wäre vielleicht nicht die verkehrteste Idee. Das werde ich jetzt auch mal machen. Wege. Dann nehmen wir aber jetzt mal einen vernünftigen Pflasterweg. Ne? Vielleicht von hier runter ausmachen. So. Einmal hier runter, wenn es geht. Ich hoffe, die kommen da ran. Werde ich ja gleich sehen. Hier denn durch. Ah, U-Bahn im Weg. Das ist nicht gut. Komme ich ja noch ein bisschen weiter runter? Ja. So. Und denn vielleicht, wenn es denn funktioniert. Ich habe gedacht, hier so wieder hoch. Warte mal. So. Und hier so wieder in die Oberfläche. Ja, das geht so nicht. Gut. Na, nicht daran. Nicht daran. Einmal so und dann hier vielleicht so gerade lang. So, und hier wieder hoch, dachte ich. Wenn es denn geht. Ist zu dicht an der Straße, das habe ich mir ja schon fast gedacht. Ach, Mensch. So. Ein bisschen weiter weg, wenn es geht. Es lässt sich aber auch nicht so bauen, wie ich es gerne hätte. Vielleicht so. Von hier. So, einmal runter, wenn es geht. Ja. Und dann unterirdisch daran, geht das? So, wie sieht's denn aus? Toll! Jetzt hat er ihn ganz unterirdisch gebaut. Das solltest du doch gar nicht. So, dann fangen wir mal oben an. Von hier. Ich hätte ihn ja gern von hier so runter, ne? Ehrlich gesagt. So, jetzt hier so runter. Wenn's geht. Ja, das geht. Dann quasi hier so lang, dass ich ihn da so ranbaue. Kann ich das kleine Stück da wieder wegreißen? So. Das kann auch weg. Quasi Fußgängerweg. Verbunden ist er jetzt auf beiden Seiten, oder? Hier ist er verbunden. Wunderbar. Und da ist er auch verbunden. Dass sie quasi die Fußgänger zwischen diesen beiden Stadtteilen hin und her unter der Autobahn durchlaufen können. Das gleiche aber noch. Halleluja. Da muss ich gleich nochmal gucken. Gleiche dann aber auch noch mal gerne hier rüber. Da werde ich jetzt von hier... Na, einmal oberirdisch, wenn es geht. So. Müsste doch von hier wegkommen. Ja, hier dann runter. Unter der Autobahn durch. Bis am besten zum Bahnhof. Ungefähr bis da. Und dann würde ich sagen, hier hoch, wenn es passt. Geht doch.
kommen Sie mich jetzt auch von dem Stadtteil hier unten durch bis zu dem Bahnhof hin. So hattet ihr das ja auch geschrieben, ne? Halleluja, was ist denn hier überhaupt los? Wieso ist denn hier so... Was macht ihr denn hier? Wir fahren hier kreuz und quer, weil sie alle hier rein wollen. Ah, diese Kreisel, ne? Diese Kreisel, Moment. Ja, es tut mir leid, wir haben hier ziemlich viel rumgespielt in letzter Zeit, aber so kann das nicht bleiben. Das habe ich ja als reine Racerbiegerspur gemacht, damit die Racerbieger, die da rein wollen, auch da reinkommen, ja. Das Problem ist, dass die meisten nach hier wollen. Und die deswegen hier wilde Sau spielen. Ich müsste mal... Also die hier natürlich weiterhin da reinkommen. Genauso diese aber auch da rein dürfen. Die verteile ich mal auf beide Spuren. Während die beiden Spuren weiterhin geradeaus gehen. Auf die und die. Während diese auf die anderen Beine geht. So, mal gucken, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Die spielen hier wahrscheinlich immer noch wilde Sau. Dass sie gleich alle auf die richtigen Spuren fahren. Ich weiß, ich muss sie wechseln lassen, das ist das Problem. Aber sie wechseln mir zu viel, aber das scheint schon... zumindest hier etwas flotter davon zu gehen. Vielleicht, wenn der Stau hier weg ist, vielleicht gibt sich dann auch der Stau. Ich weiß auch gar nicht, warum die hier alle stehen. Die blockieren die Racerbieger halt gleich mit. Ah, da heißt es abwarten. Es kann sein, wenn der Haufen gleich weg ist, dass sich das hier mitklärt. Viele fahren hier auch einmal halt komplett im Kreis rum, weil sie, glaube ich, von der Spur gar nicht mehr wegkommen, von der mittleren, oder? Also von der Innenspur. Die wechseln hier mich alle wieder rein. Aber es scheint hier ja weniger zu werden. Wenn das hier weniger ist, scheint auch das weniger zu werden. Ich glaube, der Kreisel ist einfach nur völlig überlastet. Wir müssen hier halt alle durch den Kreisel durch, die hier hinwollen. Das ist halt nicht die beste Idee. Aber wie es aussieht, scheint sich das gerade ganz langsam aufzuklären. Aber auch nur ganz, ganz langsam. Stellenweise bleibt das halt immer wieder stehen durch das Gewechsel hier. Das ist natürlich nicht so, wie es sein soll. Ah, nee, nicht wirklich wird's besser. Wenn ich von hier noch eine Straße abbaue, daran macht das wahrscheinlich nicht besser, ne? Nur für die Restabbieger. Die Linksabbieger fahren denn hier ab. Ah, obwohl... Zwischendurch hat er mal so seine Momente, wo es wieder durchflutscht. Und dann steht es wieder. Das Hauptproblem ist echt hier, das Gewechsel. Wir müssen hier wechseln, damit sie hier weiterkommen. Und das Problem ist, dass der Stau nicht besser wird, sondern immer schlimmer. Und hier fahren auch größtenteils Restabbieger ab, ne? Aber wenn ich hier jetzt eine Straße ran, warum macht das auch nicht besser? Weil es wollen ja auch welche geradeaus und dadurch staut sich das durch das Gewechsel. Diejenigen, die hier geradeaus wollen. Hier aber einfach so verbinden ist, glaube ich, auch nicht die beste Idee. Ich meine, ich habe hier doch schon extra... Das sind die Linksabbieger, ne? Die hier alle reinfahren. Und teilweise wollen hier auch welche einfach nur umdrehen. Und dieses Umgedrehe... Obwohl ich den Eindruck habe, dass das hier weniger wird, aber vielleicht täusche ich mich auch. Aber es kommt halt extrem viel von hier rein. Kann aber auch sein, dass es einfach nur eine Weile dauert, bis das hier jetzt alles weggelaufen ist, weil sich so viel angestaut hat. Da müssen wir abwarten. Zumindest haben wir die Gehwege jetzt gebaut. Das können ja auch mehr zu Fuß laufen. Wir haben Geschäfts- und Wohngebiet-Nachfrage. Und ihr habt ja auch geschrieben, ab und zu mal groß und klein ist gut, aber auch ab und zu mal ein, zwei Büros dazwischen. Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. So... Wir bauen jetzt erstmal... Gut. Hier haben wir größtenteils Geschäfte, Büros, ne? Ja. Wir bauen jetzt erstmal noch ein paar Wohnhäuser hier hin. Und hier habe ich schon wieder... Oder ist es der Park? Habe ich da schlampig gearbeitet? Nein. Ist der Park gut?
Ich hau jetzt noch mal ein paar, ein, zwei kleine rein. So, dahin. Da auch so ein bisschen. Und hier noch so ein bisschen. Na, kommt davon, wenn man zu großen Kreis benutzt. So, ich mache hier noch einen kleinen mit rein. So, die kommen weg. Der kommt weg. Der Rest wird gleich groß. Denn vielleicht hier noch so. Warte mal. Hier noch so ein bisschen klein. Hier so die Seite lang. Und dann... Ich will jetzt ein bisschen mehr groß als klein rein haben, weil wir hier schon so viel klein stehen haben. So, da noch so ein bisschen. Ich hoffe nur, die bauen sich jetzt nicht alle sofort gleich auf, weil das ist noch nicht fertig. Na, sie bauen sich auf. Das war ja zu erwarten. Vielleicht hier noch so ein bisschen klein. So, der da weg. Der auch weg. Möchte aber auch ein bisschen Geschäft mit drin haben. Aber nur ganz, ganz wenig. Da ein bisschen. So, das da kommt wieder weg. So, ein, zwei kleine Mini-Geschäftchen. So, hier vielleicht noch so ein bisschen an die Kante. So, vielleicht da noch eins hin. Das da weg. Da kommen hier noch ein, zwei große mit zwischen. Da kommt ein großes hin. Ah, du kommst weg. Und hier kommt noch ein großes hin. So, das da weg. Das auch weg. So. Dann baue ich da jetzt so ein, zwei Büros mit zwischen. Hier kann vielleicht so ein kleines Bürostück hin. So. Also Büros sollen hier wirklich wenig rein. Ich will jetzt nicht allzu viele Büros, weil wir noch normale Industrie brauchen. Da kommt noch ein Büro hin. Das ist aber auch wirklich realistisch. Einzelne Büros findet man immer überall. Hier baue ich noch so ein kleines Büro hin. So. Die Ecke da weg. Das da unten auch weg. So. Und der Rest hier. Kommen jetzt große Wohngebiete. Da habe ich aber schlampig gearbeitet. Ja. Dip, dip, dip. So. Alle hier stehen aber auch, das kommt glaube ich durch unsere Monumente. Hier entstehen Klötze, das ist unnormal. So. Dann können sie sich mich in Ruhe aufbauen, überall verbinden, dann kriegt auch endlich der Bunker mal Strom, da hat er sogar schon. Wunderbar. Ich hoffe, die Katastrophen lassen jetzt erstmal wieder ein bisschen auf sich warten. Und ihr habt ja auch geschrieben, stimmt, ich kann auch selbst einen Tsunami starten, um das endlich mal freizukriegen. Was ist denn das hier? Das ist da wieder gelöscht oder was? So. Hm. So, habe ich jetzt alles? Größtenteils ja, ne? Hier mache ich noch ein bisschen hin. So. Das Stück weiß ich noch nicht genau, aber es soll definitiv auch voll gebaut werden. So ist es nicht. Aber die bauen sich ja auch gerade wunderbar auf. Strom hat sich, glaube ich, komplett verbunden. Ja. Mittlerweile hat hier alles Strom, Gott sei Dank. Gut, Wasser ist hier auch überall. Dann passt das ja schon mal. Dann werde ich jetzt mal kurz gucken nach öffentlichen Verkehrsmitteln. Und zwar... Geht hier, das ist der Zug, ne? Gut, den Zug, ich werde hier jetzt keinen Bahnhof hinbauen. Weil die kommen hier ja auch unterirdisch zum Zug hin. Falls sie ihn wirklich nutzen wollen... Ich sehe gerade, der ist da nicht verbunden. Den kann keiner nutzen. Oh, hier ist aber gut was los. Den Weg nutzen sie wirklich. Gut, dann muss ich da vorne nochmal kurz bei. Weil, wenn der Weg nicht verbunden ist, so wie hier, können sie ihn ja auch nicht nutzen. Das ist doof. Aber wie kriege ich ihn jetzt verbunden? So ist er ja auch nicht verbunden, oder? Oder können sie jetzt hier lang latschen? Ich meine, schön wäre es. Da müsst ihr mal abwarten. Ich meine, hier ist momentan sowieso nicht allzu viel, obwohl hier Geschäfte sind. Das wundert mich. Das müsste man beobachten. Ob da jetzt wirklich Leute durchgehen. Na klar, wenn nichts verbunden ist, gehen sie auch nicht durch. Hier ist aktuell auch nichts. Ich will ja erreichen, dass die hier mit zum Bahnhof hinkommen. Und benutzt wird der Bahnhof. Wie man sieht, ist der richtig voll. Oh ja. Und zwar auf beiden Seiten. Aber es geht keiner hier durch, ne? Also ist er anscheinend immer noch nicht verbunden. Mäh. Wirklich niemand interessiert sich für den Weg hier. Die latschen lieber hier lang.
Ah, es ist aber auch blöd. Das war aber auch anders gedacht hier. Das ist doch echt, wegen der blöden Straße hier. Ah. Ich werde wohl das Haus hier wegreißen müssen. Ja, das geht nicht anders. Aber das muss ich anders machen, weil die kommen ja überirdisch, mein Freund. War sonst nicht gut. Dachte ich mir, ist nicht verbunden. So. Geht aber auch partout nicht, ne? Von hier vielleicht. Sieht zwar doof aus, ehrlich gesagt, aber lässt sich hier ja nicht verbinden. Geht ja nicht anders. Hauptsache, sie kommen durch. Jetzt ist er aber definitiv verbunden. Oder? Ah, es dauert halt eine Weile, bis sie es checken. Aber guck, da ist der Erste, da ist der Erste. Ja, jetzt wird er genutzt. Wunderbar. Jetzt kommen sie auch hier an, damit sie zum Bahnhof kommen. Genau das wollte ich erreichen. Es werden wahrscheinlich auch auf dieser Seite irgendwann Leute reinrennen. Es können mich auch die den Zug hier benutzen. So, aber trotzdem möchte ich jetzt gerne einmal kurz gucken. Wegen den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ihr habt auch geschrieben, ich habe im neuen Gebiet Post vergessen. Da werde ich gleich gucken. Öffentliche Verkehrsmittel sind hier. Das ist der Zug, da werde ich keinen zweiten bauen. Aber hier ist keine U-Bahn. Das ist schlecht. Ist das hier eine U-Bahn-Station? Ja, ne? Ja. Würde gerne hier eine mit reinbauen. Werde ich jetzt auch kurz machen. Da drücke ich kurz Pause für. So. Hier kommt dann kurz eine kleine U-Bahn-Station rein. Hier so ran. Hoffentlich geht das. Oder? Müsste gehen, ne? Oder ich werde die hier hinbauen. Hier schließt die Schiene dann einfach damit an. Weil ich da vorne gleich noch eine neue bauen will. Und ich möchte, dass sie hier umsteigen können. Bleib doch mal unterirdisch, mein Freund. So. Zack. Diese Schiene müsste da... Hoffentlich geht das jetzt. Weil ich glaube, hier hatten wir diese riesen Probleme, ne? Oh, was für eine schwere Geburt. Aber wirklich schwere Geburt. Wo ist denn jetzt die da? Der muss natürlich hier wieder mit ran. Ja, so wollte ich das eigentlich nicht haben, weil mir sind die zwei U-Bahn-Stationen jetzt viel zu dicht zusammen. Aber es geht ja nicht anders. Denn werde ich hier noch eine mit hinbauen. Ich wollte ja eigentlich eine hier haben, damit sie da umsteigen können. Was ja nicht geht. Von hier aus wollte ich dann halt später die neue U-Bahn weiterführen. Quasi... Ich hasse manchmal diese Flüsse. Die sollte später hier weitergehen. Ich wollte, dass sie hier umsteigen können. Vielleicht kriege ich da jetzt im Gehweg was geregelt oder so. Müsste ich mal gucken. Ah, warte mal. Ich meine, hier steht ja eh noch nichts. Wenn ich von hier, von der U-Bahn-Station, ein Gehweg unterirdisch lang mache. Und dann hier so rüber... Bei der Station hier. Ah. Das ist halt wieder das Blöde. Ich komme hier jetzt nicht dran vorbei, ne? Hier soll ja die Schiene hin. Ich werde hier wohl ein paar Häuser opfern müssen. Naja, dann können sie zumindest hier runtergehen, auch wenn es jetzt nicht schön ist, ehrlich gesagt.
schön ist was anderes. Vielleicht mache ich es so, dass sie, warte mal, ich werde es mal ein bisschen anders machen. Also das Theater da mit der Schiene werde ich wahrscheinlich rausschneiden. Das kann nicht sein, dass ihr dann 10 Minuten nur zugucken müsst, wie ich da versuche, die Schiene hinzufriemeln. So, und von hier dann runter. So wahrscheinlich eher. Und dann daran. So, dann kann ich das Stück dann nämlich wegreißen. Ist schon besser. Genau. So kommen sie zumindest hier rum. Ich glaube, ich werde das hier bloß wieder anpinseln müssen. Ne, ist sogar noch. Wunderbar. Dann können sie hier den Gehweg langlaufen und kommen zumindest zu der Station hin. Weil so geht das ja nun absolut nicht. Ach, das ist traurig. Zu doof, eine U-Bahn zu bauen. So, die soll denn halt hier so ein bisschen. Ich hoffe, ich kriege die jetzt hier so rum, ohne dass ich sie bis Wasser führen muss. Ich hätte hier gerne noch eine Station. So. Das ist quasi diese Schiene von hier. Ich wollte halt, dass sie da umsteigen können. Von da. Da müsste ich mal gucken. Hier müsste eigentlich auch eine hin. Allein schon wegen der Touristenattraktion hier. Ah, das passt so aber nicht. Aber da, ne? Ja, da haben wir dann eine. Würde ich den von denen nach da. Aber ehrlich gesagt hätte ich auch ganz gerne hier eine. Dass sie hier aussteigen können. Und dann gerne nochmal, bevor es dann da wieder hingeht, da nochmal eine oder so. Aber das passt hier wahrscheinlich mit der Szene nicht. Aber hier, ne? Ah, das passt mit der Schiene nicht. Das geht so nicht. Ah, so kriege ich es vielleicht vorbei. Ich werde das eine Haus opfern müssen. Tut mir leid, aber sie können sich ja wieder aufbauen. So, dann mache ich es von da. Und hier gibt es hoffentlich jetzt keine Probleme. Na, das klappt ausnahmsweise mal. Von da denn zu der hier hin. So. Und von der hier scharf um die Kurve. Ah, geht ja nicht anders. Da. Und hier jetzt vorbei, hoffentlich. Klappt das? Ungefähr. Na, ungefähr so. Und dann daran. Geht das? Wunderbar. Wow. Hat ja mal geklappt, Alter. Okay, dann geht der jetzt von da nach da, von da nach hier und von hier jetzt wieder nach da und da dann nach da und dann hier wieder zurück. Ich hätte mal die andere Station, aber gut, das kann man später noch machen. Erstmal wieder dahin, das Ganze dann nochmal andersrum, wieder hierhin, von hier dann wieder nach da und da nach da. Und dann nochmal dahin. Und dann hier wieder ran. So. Es war jetzt so eine kleine U-Bahn-Linie, aber ich wollte halt, dass sie die Möglichkeit haben, da umzusteigen. So, ich hoffe, das Wasser beruhigt sich hier wieder. Es kommt halt durch das Terraforming da eben. Dass es hier gerade so ein bisschen rumschwappt. Quasi so ein kleiner, selbstgeschaffener Mini-Tsunami. Oh je. Hoffentlich zerstört er hier nichts. Aber normalerweise müsste sich das wieder verlaufen, diese kleine Welle. Ja, guck, hier pendelt sich das schon wieder ein. Das verteilt sich jetzt ein bisschen nach da und da. Das dürfte wieder kommen. Verbreitet sich doch schon wieder das Wasser. Also daher geht es doch. Ah, hier läuft es gerade ein bisschen über. Gibt ein paar abgesoffene Häuser, aber wozu gibt's Versicherung? Die Stadt hier sind bestimmt versichert. Die Bewohner, ich hoffe es zumindest. Ja, schwappt da einmal rüber. Das gibt sich hoffentlich wieder. Oder? Müsste eigentlich. Guck, da verzieht die Welle sich schon gerade. Nach außen. Pendelt sich wieder ein. Na, siehst du mal, geht doch. Gut, jetzt haben wir doch echt die ganze Folge, naja, nicht die ganze Folge, wir haben ein bisschen im Verkehr gekümmert, da dran rumgefummelt. Aber die U-Bahn musste ja sein, zumindest baut sich das hier weiter auf, wie es sein soll. Wir haben noch ein bisschen Geschäftsnachfrage, Wohnnachfrage gerade gar nicht. Aber wir sind aktuell auch bei 163.000, also es kommt. Dann werde ich da vorne noch einmal nach dem Kreisel gucken und hier nach der Autobahn. Ah, es wird kürzer. Vielleicht klärt sich das hier wirklich noch. Abwarten.
Die spielen hier zwar schon wieder irgendwie so ein bisschen, aber die müssen hier. Obwohl das hier, die verstehe ich ja, dass die hier rauffahren. Die wollen hier ab. Aber ist die von da, die können hier einfach geradeaus weiterfahren. Das ist total bescheuert. Ganz ehrlich. Das ist wirklich total bescheuert. Und dadurch haben wir hier halt so einen kleinen Stau. Aber ich glaube, der klärt sich trotzdem. Hier, der geht, der Kreisel. Wo hatten wir noch so viel Stau? Ich will mal kurz die Kreisel nachgucken. Hier geht's auch. Hat sich auch wieder einigermaßen gut geklärt. Jo. Und wir hatten noch irgendwo hier... Ja, das geht aber auch mittlerweile. Diese blöden Kleberkreuze, ne? Hier hatten wir noch so ein extremes Problem. Aber das war ja das, wo ich gerade geguckt hatte. Das klärt sich gerade einigermaßen. Gut, dann haben wir den Stau auch wieder einigermaßen in den Griff gekriegt. Dieses elendig lange U-Bahn-Gebau, ich glaube, da schneide ich ein bisschen für euch oder macht das schnell Durchlauf eins von beiden. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, wo es hoffentlich mal ein bisschen ordentlicher weitergeht, ohne dieses Rumgefriemel. Vielen, vielen Dank. Bis morgen.